So, heute wackelt es ein bisschen, weil ich kein Stativ habe. Erstmal Buenos Dias, Chicos y Chicas, Grüß Gott, alle miteinander. Wie geht's euch so? Wie habt ihr die letzten Tage und Wochen so verbracht? Ich hoffe, es geht euch gut. Ich war ganz fleißig im Garten, ganz viel, ja, geackert. Und möchte euch dieses Video heute als kleines Dankeschön geben für eure Treue. Ja, wir sind jetzt tatsächlich 1000 Abonnenten. Wuhuhu. Ich hätte es nie für möglich gehalten. Ja, und vor allem ein riesen Dankeschön an all diejenigen, ja, die schon seit 2017 schauen, wo ich mich immer gefragt habe, wie stolpern die Leute eigentlich über die Videos, wenn einen noch keiner kennt. Ja, es hat mich echt motiviert, weiterzumachen. Also wenn es euch nicht gäbe, dann gäbe es den Kanal wahrscheinlich auch nicht mehr oder würde ich wahrscheinlich nichts mehr hochladen. Aber es ist doch schön zu sehen, dass wir weiter wachsen. Und ja, freut mich mega. Ich habe neulich versucht, einen Livestream zu starten. Als Test, weil ich hätte gerne, wenn wir die 1000 Abonnenten geknackt haben, einen Livestream mit euch gemacht und eventuell auch mit dem Robby, wo wir einfach so Frage-Antworten-Spiel machen könnten, dass ihr einfach all die Fragen, die ihr zum Camino habt, dort hättet stellen können und wir hätten darauf geantwortet. Leider hat es nicht geklappt. Weil meine Internetleitung eigentlich einfach so lahm ist. Also selbst mit LAN-Kabel hat man nur alle paar Sekunden ein Standbild gesehen. Und Ton gab es auch keinen. Ich muss dazu sagen, mein Laptop ist 9 Jahre alt. Und auch um die Videos hochzuladen, brauche ich manchmal über 16, 18 Stunden. Weil meine Internetleitung einfach mega wenig Daten nur hochladen kann. Also ja, das ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Aber als kleines Dankeschön, als Goodie hinten dran, jetzt nochmal ein Überblick über den Garten, was sich getan hat. Seit März, April und den Mai wollte ich auch noch machen. Muss ich mal gucken, ob ich den Mai jetzt hier noch dran mache oder ob ich euch den separat mache, weil der hat sich sehr viel getan. Ich hänge das Video jetzt hinten dran. Ich wünsche euch weiterhin alles Liebe, alles Gute. Geht so viel raus, wie ihr nur könnt. Schaut so wenig fern wie möglich. Oder gar kein. Und geht raus in die Natur. Das ist wirklich Balsam für die Seele. Also, ciao. So, hier mal eine kleine Winteraufnahme. Ende Januar. Der Garten schläft. Ja. Da waren die Wildschweine zu Besuch. Hier wächst der Buchs nach. Beete, die wir mal ein bisschen gerodet haben hier. Schon die ersten Winterlinge. Ja. So, heute ist der 9. Februar und ja,
Für heute ist Sturm tief Sabine angesagt. Deshalb jetzt mal eine Aufnahme vor dem Sturm. Die Ruhe vor dem Sturm noch. Sieht alles sehr, sehr friedlich aus. Die Winterlinge blühen. Und zwar schon sehr früh. Früher als sonst. Die Bienen fliegen schon fleißig. Hier kommen schon die, also hier sind ein paar Winterlinge und hier kommen schon die ersten Blumenzwiebeln, Hyazinthen und hier andere kleine Freunde. Bin ich mal gespannt. Hier auch, was da dann rauskommt. Ja, hier sieht's aus, hey. Also eigentlich sieht's jetzt schon aus, als wäre ein Sturm da gewesen, wenn man so guckt, was hier auf dem Boden rumliegt. An Material. Das hat sich halt angesammelt. Die Lavendel sind eigentlich ganz gut gekommen nach dem Rückschnitt. Letztes Jahr noch. Und hier blühen schon die Schneeglöckchen. So, heute ist der 18. März und es wird mal wieder Zeit für einen Gartenrundgang. Hier haben wir eine wunderschöne Schlüsselblume in Gesellschaft von weiteren. Da habe ich den Bambus schon mal zurückgeschnitten. Und hier kommen jetzt die Lilien raus. Sehr, sehr schön. Ein paar Osterglocken. Hier habe ich auch schon mal angefangen. Da oben, hier habe ich gestern auch schon mal ein bisschen gefegt. Dass man hier die Treppen wieder hoch kann. Irgendwo raschelt es hier. Entweder eine Maus oder eine Eidechse. Muss hier irgendwo sein. Hier habe ich jetzt einen neuen Weg freigelegt. Der hat sich da unter sehr viel Gras versteckt. Da kommen wieder Lilien, Schwertlilien und andere. Die ersten Frühjahrsblüher. Sehr schön. Der Baum hier, naja, der ist eh letztes Jahr abgestorben. Den hat es jetzt durch Sabine noch voll ins Ganz mitgenommen. Den Weg hier. Auf dem konnte man letztes Jahr auch kaum gehen. Haben wir jetzt auch freigelegt. Ja, hier hat sich nicht viel verändert. Hier liegt immer noch das Zeug rum, das ich noch wegschaffen darf. Da kommen wieder Osterglocken. So, heute habe ich das ganze Laub hier weggeräumt. Vom Walnussbaum und vom Mammutbaum, dass man hier mal wieder ordentlich gehen kann. Und was hier jetzt so einen schönen Teppich gebildet hat, das sind die Winterlinge. Die sind schon verblüht. Die blühen immer als erstes gelb. Und die sind jetzt schon durch mit ihrer Blüte. Dafür haben wir jetzt noch die kleinen blauen Sternchen. Und weitere Osterglocken.
Ja, bin gespannt, wie es in einem Monat hier aussieht. Im April. Da hier diese Zierkirsche oder Zierpflaume, ich weiß gerade nicht mehr genau, was es ist, blüht jetzt auch dann bald in voller Pracht. Und vorgestern waren sogar zwei Rehe hier im Garten, ein Pärchen, ein männliches und ein weibliches Reh. So, heute ist Ostermontag und ich präsentiere Ihnen stolz das Ergebnis von einer Woche Arbeit, mit Hilfe allerdings. Ja, hier haben wir jetzt das Sonnenblumenfeld, wo hoffentlich einige durchkommen werden. Also gestreut haben wir sie schon. Haben wir sie schon? So. Hier sehen wir das Kartoffelfeld. Die Reihe ist schon gepflanzt und die folgt noch. Jetzt kann man auch wieder hier hinten laufen. Jetzt auch frei gemacht. Und hier gucken wir mal nach den Tomätchen. Ja, sie leben noch. Eine Gurke ist ums Leben gekommen, als wir hier gearbeitet haben. Die sind halt leider so klein, die übersieht man schon mal. Aber wir haben ja noch zwei. Und hier habe ich jetzt noch einen Schnittlauch. Zwischen die Tomaten habe ich noch Knoblauch gepflanzt. Und hier werden jetzt noch ein paar Kräuter folgen. Basilikum, Petersilie, sowas vielleicht. Mal schauen. Ja, der Apfelbaum blüht. Wunderschön. Was für ein Traum, oder? Und ein Taubenschwänzchen. Steht in der Luft, aber man sieht es schlecht. Ja, also. Das ist jetzt der Stand. Was haben wir heute? 13. April. Mal sehen, wie es in einem Monat aussieht. Und man hört die Alphörner spielen. Coole Sache. Dann habe ich hier heute noch ein bisschen Unkraut gezupft und hier habe ich ein paar Samen ausgestreut von Calendula. Mal sehen, ob die sich da berufen fühlen zu wachsen. Hier kommt eine Pfingstrose. Hier kommt die nächste Pfingstrose. Hier blühen die Tulpen. Ja, es wird Frühling. So, hier sehen wir jetzt heute mal den Phlox in voller Blüte. Da steht er in seiner ganzen Pracht. Und die Tulpen. Hier habe ich letztes Jahr ein paar Sukkulenten eingepflanzt. Die leben noch. Was nicht überlebt hat, ist der Lavendel. Den musste ich wieder rausmachen. Aber wir haben ja hier genug Lavendel. Hier die blauen. Ja, Löwenzahn. Das ist neu, habe ich reingemacht. Und das hier. Da kommt der Papa-Lavendel, Mama-Lavendel und hier die Kinder. Genau, hier sieht man so ein Baby-Lavendel. Hier, hier,
Hier. Alles Kinder. Da. Also. Die dürfen ruhig noch größer werden. Hoppala. Dann kommen wir hier zum Flieder. Der blüht echt früh dieses Jahr schon. Dann die vielen kleinen blauen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die heißen. Es ist schon gleich viel grüner. Wie noch beim letzten Mal. Hier muss man jetzt auch dringend mal ein bisschen ausmisten. Und da blüht wieder was. Da oben noch mal eine Pfingstrose. Die ist jetzt auch schon riesig geworden in kürzester Zeit. Und hier sehen wir das Projekt Blumenwiese. Bienenweide, Schmetterlingsweide. Mal sehen, ob es genug regnet, dass die aufgehen können. Also entweder die stehen aufeinander. Ich kann jetzt nicht erkennen, ob das Männlein und Weiblein sind oder zwei Männlein. Hallo, wo seid ihr jetzt? Auf jeden Fall sind die so beschäftigt, dass die sich von mir überhaupt nicht stören lassen. Das ist ja schon beängstigend, dass die so ineinander verkeilt sind, dass die nicht mal mehr ein Problem mit mir haben. Aufhören, du zwickst ihn! Hör auf! Ist ja brutal! Hör auf damit! Beißt der den da voll rein? So, hier haben wir Schnittlauch, Petersilie, die sich schwer tut. Basilikum, der noch lebt. Die Tomaten leben noch. Unkraut zupfen. Dann haben wir hier die Zucchini als Setzling gekauft. Die Gurke ist leider gestorben. Die Gurke hier lebt noch, neben ihr irgendwas anderes. Und hier war mal eine Gurke, dann war sie weg. Jetzt wächst wieder was, aber es sieht anders aus wie die Gurke da hinten. Sehr eigenartig. Kartoffeln tut sich noch nichts, ja logisch. Und die Sonnenblumen, die kommen jetzt. So sieht also der Teich aus, nachdem ich hier gewütet habe. Schön nass alles. Alles Wurzeln. Von der Seerose. Steine gefunden. Scherben gefunden. Ja. Das ist da hinten alles Wurzelwerk. Kein Wasser mehr. Alles verlandet.